Das ist Tim. Tim hat vom Gericht die Auflage bekommen, an einem sozialen Trainingskurs der JUS teilzunehmen. Heute ist sein erster Tag. Ein sozialer Trainingskurs dauert 6 Monate und findet mindestens einmal in der Woche statt. Wir starten immer mit einem Kennenlerngespräch. Das ist unser Gesprächsraum. Ja, mein Name ist Nina. Ich arbeite hier bei den sozialen Trainingskursen. Mich würde erstmal interessieren, was du hier machst. Ja, ich hatte letzte Woche eine Gerichtsverhandlung und der Richter hat mich hergeschickt. War das deine erste Verhandlung? Nee, das ist schon die dritte. Ich habe mein Handy geklaut, ich habe mich geprügelt und einen Diebstahl begangen. Und der Richter hat mir die letzte Chance gegeben, dass ich hierher kommen soll, weil ich viele Probleme habe, um Hilfe zu bekommen. Welche Probleme sind das? Ich habe keinen Job, ich weiß nicht, was ich mit meiner Zukunft machen soll und ich kriege vom Jobcenter auch kein Geld mehr. Dann bist du ja genau richtig hier. Dann können wir einen Termin für nächste Woche ausmachen und können gemeinsam zum Jobcenter gehen. Im sozialen Trainingskurs widmen wir uns voll und ganz deiner Lebenssituation, arbeiten mit dir an deinen persönlichen Zielen und unterstützen dich bei der Lösung deiner Probleme. Ja! Voll gut! Es hat geklappt! Wir begleiten dich zu notwendigen Ämtern, Schul- und Gerichtsterminen. Hallo Tim, gerne einfach hier Platz nehmen. Magst du einmal erzählen, wie es bisher beim SDK läuft? Ja, wir waren beim Jobcenter, aber ich hatte kein Geld mehr bekommen. Und jetzt bekomme ich wieder Geld. Und ab nächste Woche fängt der Trainingskurs in der Gruppe an. Ja, super, dann habt ihr auch schon einige Sachen regeln können. Denk dran, dass es eine Unterstützung für dich sein soll. Nutz die Chance und wenn du deiner Weisung nachgekommen bist, dann kann ich das dem Gericht auch mitteilen und dann wird das Verfahren auch endgültig gegen dich eingestellt. Ich gebe mein Bestes, ne? Ja, schön. Ja, und jetzt möchte ich euch nochmal die Tagesordnung vorstellen. In der aktuellen Runde werden wir euch fragen, was in der letzten Woche aktuelles los war. Und ich würde gerne mit dir anfangen, Tim. Wir waren ja letzte Woche beim Jobcenter, weil ich kein Geld mehr bekomme. Und keinen Strom habe und die haben mich gemeldet und ich bekomme jetzt Geld und der Strom geht auch wieder. Das freut mich für dich. Dankeschön. Dann machen wir eine lustige Übung zum Auflockern. Was meinst du mit lustig? So. Wir werden uns bewegen und dabei Spaß haben. Achso, ja, super, finde ich gut. Zwei Leute, wer ist bereit, seine Augen zuzumachen? Wo ist der Ball? Machen wir mal die Liga. Wir machen das jetzt nochmal so, dass wirklich zwei Leute die Augen verbunden haben. Langsam, zieh stramm! Dann los. Und hier zu mir, in den Eimer. Der soziale Trainingskurs ist ein Ort, an dem dir zugehört und Hilfestellung angeboten wird. So ihr Lieben, willkommen zu unserer aktuellen Runde. Und da möchten wir wie immer gerne von euch hören, wie es euch geht und was ihr mitgebracht habt und wo ihr Unterstützung oder Begleitung braucht, zum Jobcenter, zur Polizei, zur Schule oder sonst was. Ich fange an, es geht mir gut. Ich freue mich, dass ihr alle da seid und ich bin ganz gespannt auf diesen Nachmittag. Wer möchte weitermachen? Ja, ich habe ja morgen diesen Termin beim Gericht, ja, weil ich meine Auflagen nicht erfüllt habe. Ich habe richtig, richtig Angst, dass ich eventuell dann irgendwie in den Rest kommen muss. Mir geht's tatsächlich ganz gut, denn ich habe letzte Woche mit Marie zusammen Bewerbung geschrieben und habe jetzt nächste Woche auch schon mein erstes Vorstellungsgespräch. Wer möchte denn den Anfang heute machen und ein bisschen genauer erzählen? Ich würde das machen. Okay. Ich habe richtig, richtig Angst vor morgen, weil mir geht gerade voll der Film ab. Ich denke die ganze Zeit irgendwie, dass ich da am Ende in Handschellen irgendwie abgeführt werde, dass ich am Ende irgendwie getrennt werde von meiner Familie und ich traue mich da jetzt eigentlich auch nicht mehr hin irgendwie, weil... Spinnst du, Leo, ne? Das würde ich auf gar keinen Fall machen. Das ist das Schlimmste, was du, glaube ich, machen kannst. Also ich kann deine Angst total verstehen. Hatte ich damals auch. Aber bin dahin und dann haben die mich gefragt, warum ich denn meine Auflagen nicht erfüllt habe. Habe ich denen das so ein bisschen erklärt und dann ging es natürlich so ein bisschen hin und her. Und letzten Endes haben die mir aber einfach eine zweite Chance gegeben und hingehen auf jeden Fall und einfach dir nicht zu viele Gedanken machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, hey! Du setzt dich mit deinen Straftaten auseinander. Wir unterstützen dich dabei, dass du in Zukunft ein straffreies Leben führen kannst. Okay, wir kommen hier jetzt zur Sanktionsleiter. Wir haben aufgeschrieben, welche Strafen ihr bekommen könnt, wenn ihr weiter Straftaten macht. Die haben wir aufgereiht von niedrigste Stufe, kleinste Strafe, bis hin zur höchsten Strafe, die dann irgendwann da unten ist, in Haft zu landen. Tim, du hast hier
auch deine Strafen aufgeschrieben, die du bisher bekommen hast. Das sind die orangen Karten. Da würde ich dich mal bitten, dich auf die höchste Strafe, die du erhalten hast, hinzustellen. Okay, du stehst hier oben. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten, entweder den Weg zu nehmen oder den Weg zu nehmen. Wenn du den Weg nimmst, entscheidest du dich dafür, weiter Straftaten zu begehen. Mhm. Geh mal den Weg. Was passiert dann? Wenn ich hier lang gehe, ja, dann falle ich das leider zu Ende, dann komme ich in den Knast. Genau. Willst du dahin? Nee. Okay, dann hast du die Möglichkeit, den Weg zu gehen. Ja. Was kannst du dafür tun? Freundeskreis wechseln, mit dem ich Blödsinn gebaut habe. Super, das ist eine gute Idee. Was kannst du noch tun? Mir einen Arbeitsplatz suchen, wo ich auch regelmäßig arbeiten bin. Ja, dann verdienst du ein eigenes Geld vor allen Dingen. Ja. Was kannst du noch tun? Und aufhören, Straftaten zu begehen. Ja. Sehr gut. So kommt man langsam die Treppen wieder runter. Ja. Das ist deine Entscheidung. Danke. Jo. Ja, Menschenhagen, der kommt gar nicht bei mir an. Komm rein. Wir haben uns ja die letzten Wochen mit euren Straftaten beschäftigt und wir würden heute gerne den Blog damit beenden, einmal zu gucken, was euch eure Straftaten gebracht haben. Ihr kriegt jetzt alle von mir so ein Clipboard und da möchte ich euch bitten, einmal auf die grünen Karten zu schreiben, was ihr glaubt, was ihr für positive Folgen von den Straftaten hattet. Auf die roten Karten, was für negative Folgen. Dann würde ich dich jetzt im nächsten Schritt einmal bitten, die einzelnen Punkte für dich zu bewerten. Gericht, ja, war natürlich, also Gericht ist ja immer so ein bisschen mit das Schlimmste, was passieren kann. Genau, Stress zu Hause, glatte Zähne, darauf hätte ich echt verzichten können. Und eigentlich wären es halt geile Sachen, aber letzten Endes hatte ich ja nichts davon. Und wenn wir das jetzt einmal zusammenrechnen? Es ist extrem viel mehr Negatives. Ah, okay. Ja, Jamie, dann danke ich dir, dass du so toll mitgemacht hast. Ihr habt das Recht, euch zu wehren. Wenn ihr die Entscheidung trefft, müsst ihr lernen, eure Grenzen zu setzen. Stopp. Guck mal, das ist wie ergeben. Guck, wir können fast knutschen. Entschuldigung, aber ja, das ist absolut zu nah. Also, was könnt ihr machen, damit ich nicht so nah rankomme? Schon frühzeitig Stopp sagen. Grenze setzen, rechtzeitig. Stopp! Was denn? Die Atmung, also Kopf ist gerade, stellt euch vor, wie wenn ihr hier oben aufwärmen seid. Ja! Zurück! Stopp! Zurück! Stopp! Locker euch! Super! So, wir machen ein paar Minuten. Das habt ihr gut gemacht. Ja, Hollywood-mäßig ist immer dieses jetzt hier kämpfen und den Daumen und noch viel einfacher. So. Das ist der Punkt. Der soziale Trainingskurs findet überwiegend in einer Gruppe statt. Wir setzen uns mit verschiedenen Themen wie Straftaten, Gewalt, Zukunftsperspektiven und einer persönlichen Situation auseinander. Wir haben ja das Thema Ziele und Perspektiven mit euch behandelt und wollen jetzt zu unserem ersten Hürdenlauf kommen. Tim, ich würde dich gerne bitten, einmal zu mir zu kommen. So, hier stehst du aktuell, bekommst Geld vom Jobcenter und hast keinen Abschluss. Und du möchtest da hinten hin. Du möchtest Maler werden. Und das sind die Schritte, die du gesammelt hast. Ja. Ich muss eine Schule suchen und mich bewerben. Schau mal einen Schritt, ne? Und wenn ich angenommen werde, regelmäßig teilnehmen. Sehr wichtig. Was ich früher nicht so oft gemacht habe. Ein Schulabschluss. Den kriegst du, wenn du die Schule durchziehst. Ausbildungsstelle suchen und bewerben nach dem Schulabschluss. Ja. Vorstellungsgespräch, falls sie mich annehmen sollten. Genau. Und dann natürlich auch
regelmäßig an der Ausbildung teilnehmen und wenn ich Schule habe, auch da im Unterricht aufpassen. Mhm. Und einen Abschluss. Dann musst du auch eine Prüfung machen am Ende. Ja. Und danach können wir eine Arbeitsstelle suchen. Ja. Und mich da bewerben. Du bist einfach die Beste. Vorstellungsgespräch. Und dann bin ich Maler. Ja. Ist ein harter Weg, ne? Ich gratuliere dir, dass du das geschafft hast. Dankeschön. Jetzt ist Feierabend. Uns ist Abwechslung sehr wichtig. Wir bieten verschiedene Übungen und Aktivitäten an. Somit hast du die Chance, durch gemeinsame Erlebnisse neue Erfahrungen zu sammeln. Kletter mich doch auf. Wir machen das jetzt so. Jeder von euch kriegt so einen Klettergurt. Dann sucht ihr euch Schuhe aus. Und was muss ich nehmen? XL? Was haben Sie denn? Ich habe ein M. Okay, dann nehme ich ein. Ey, das sieht pro-mäßig aus. Ready. Die müssen eng sein. Du musst die ganz aufmachen. Probier mal diese. Sieh mal meine Nikes. Okay, wer möchte denn mal klettern? Genau, jetzt ziehen, dass das Ding dicht vor deinem Bauch rutscht da. Einmal ganz durch. Denk dran, deine Tempelstufe. Jetzt setzt du dich einmal in den Gurt rein. Link! Okay, weiter geht's. 55 ist hoch, oder? Alla! Ist zu! Okay. Ist zu! Spring! Ja. Moika! Kleine Schritte nach oben. Ich glaube, der ist der leichteste. Je weiter hoch du bist, desto mehr Spaß hast du beim Runterkommen. Du bist gleich da. Bereit? Na, genieß die frische Luft. Mann, wieso schlafen? Das schmeckt mir ab. Ja, genau so, ja. Halt mich fest, Tim. Keine Angst. Ja, das machst du gut, Tim. Danke. Timmy, wie war dein Klettern? Keine Angst gehabt. Angst? Nein, aber Respekt. Okay. Tschüss, Thomas. Danke, Mons. Ja, war sehr schön mit euch. Dankeschön. Ciao. Danke. Tschüss. Und wenn alle eine Schwimmweste anhaben, dann fahren wir los. Und jetzt? Dann geht die ganz vorne. Jalla! So ein Tim! Oha! Ja! Jalla! Volle Kraft! Jalla! Bruder! Jalla! Volle Kraft! Tim, wie war denn das Paddeln? Anstrengend. Gesichtsschmerzer, wie nennt man den? Wir freuen uns auf dich.